So, Gewitter? Hier ging doch mal ein Gate. Wow, ist hier was los. Ja, Mixer? Nee, Mixer haben wir nicht. Ach, wir brauchen goldenen Chipsätze. So. Oh, ich habe zwei leere Hülsen. Ja, die könntest du in mir dann irgendwann mal wieder vorbeibringen. Mhm. Weil die können man wieder verwerten. Knabbern wir doch mal ein paar Hill-Cherries. Ach, die geben nur ein halbes Herz, okay. So. Aber sehr lecker. Das Gewitter außerhalb ist sehr interessant. Männlich. Also so ein starkes Gewitter habe ich hier in Minecraft, glaube ich, noch nicht erlebt. Mit so vielen Blitzen. Und Donnerschlägen. Ah, scheint aber schon wieder vorbei zu sein. So, was wollte ich jetzt mal? Ach, möchte nicht wissen, okay, was ist doch noch nicht vorbei. Was jetzt schon wieder alles abgefackelt ist. Verdammt, wie war denn das? Wo war denn das? Storm, wo ist es denn? Storm, na gut. Da, das dauert wieder. Nee. Ach ja, Mensch. Wo kann man das? Ach Gottchen. Ach, richtig, ja. Ist draußen Spaß? Ich habe auch noch nie so einen schwarzen Himmel gesehen bei einem Gewitter in Minecraft. Du musstest es ja auch unbedingt wieder übertreiben. Ich musste das Magazin leer kriegen. Ja. So, ein Enderauge. Könnte interessant werden. Nee. So, dafür bräuch ich aber erstmal den Seeker-Shot. 1, 2 hiervon. Ach, rot und blau. Davon. Ich glaube, den Seeker wollte ich mir eh und je auch machen. Das heißt, da könnte ich eigentlich das Doppelte von sogar bauen, ne? Aber wir schauen mal gucken. Sand Seeker Magazine. Weil, ich sag mal so, Seeker Magazine. Seek Targets. Es sucht sich seine Ziele. Ist doch ganz nett. Ja. Frag mich nur, auf was das geht. Ich glaube, wenn man das hier wirklich ausreizen würde, damit wäre mal so ein PvP bestimmt auch lustig. Oh, da könnten wir ganz, ganz schöne, unschöne Sachen machen. Ja, ich habe ja keine Ahnung, was die ganze Kram, was ich hier gerade mache, für Auswirkungen hat. Es ist doch eigentlich, ja, es ist Notches Wille, also Gottes Wille, weil es ist ja irgendwie so leicht heilig angehaucht, die Mod. Also könnte es nichts Böses sein. Gewitterschlag? Warte mal, Gewitterschlag? Warum fühle ich mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen an Command & Conquer zurückerinnert? meine Emerald Queen ist definitiv sturmsicher. Und sturmsicher und verwachsen. Ja. Auch das. So, habe ich irgendwo noch Bindfäden? Ja. Kann ich ja direkt mal gucken. Ja, wir haben immer noch das härteste Anstar-Battle aller Zeiten. Oh, Moment, Options. Danke. Gut, dass meine Burg größtenteils aus Stein besteht. Page Netherrack. So. Kaufen wir uns mal wieder ein paar. Los. Do your thing. Komm. So. Jetzt brauchen wir nur noch Dungeons. Davon. Zack, zack. Okay. Und jetzt haben wir 8 Seeker-Shards. Was machen wir aus den Seeker? Villages. Ich glaube, die Page habe ich doch schon. Nein, wir machen Ender-Shards raus. Mhm. Ocean Biome. Jetzt kommt auch so eine leicht kirchlich angehauchte Musik gerade bei mir. Das passt ja sogar fast schon. Oha. Unknown Page. Minor Feature. Ja. Die sind leider auch noch mit dabei. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, die anderen Page, aber... was meinst du, wenn man mit sowas ein Ziel hat und drauf schießt? Endershot. Seek targets. Passes through anything. Könnte das wäre das, was ich mir für jede, das wäre das, was ich mir für jeden First-Person-Shooter wünschen würde. Also das, was viele Kiddies und Cheater und böse Leute benutzen. Ja. Aber nicht als Cheatern, sondern als Perk, das ich mir freischalten müsste. Hm.
Was allerdings ein halbes Jahrzehnt Spieldauer brauchen würde, um es freizuschalten. So, dann laden wir gleich. Extreme. Wo bist du eigentlich? Ich bin gerade unten und verbrate ein paar von meinen Emeralds. Waffe ist geladen. Ich möchte es mal ausprobieren. Gehe mal. Rainbow? Was? Rainbow? Rainbow? Page? Okay, die kenne ich nicht. Wäre ich interessant, was ich mit der anstellen kann. Ich nehme lieber eine Schusswaffe aus der Hand, weil ich habe jetzt keine Lust, einen der Villager da zu killen. Snowy Rainforest Biome. Ein verschneites. Ich kann es mal hier draußen ausprobieren. Oh, hier wird doch bestimmt was sein. Hallo? Mir jetzt genug. Ah, hallo Zombie-Männer. Ha! Du kannst mich mal. Und ich habe eindeutig daneben geschossen. Getroffen. Geil! Man schießt einfach daneben und sie trifft. Heute wird er nicht vom Blitz getroffen. Wo ist er denn? Ach, da ist. Autsch. Und wie viel macht sie? Drei Herzen. Und ich habe wirklich neben dich gezielt. Das ist das Geile an der Waffe. An der Munition. Allerdings, allerdings nicht auf einmal, sondern nach Nee, du hast dreimal Schaden bekommen. Nach. Interessant. Ich weiß nicht wieso, aber ich möchte hier hinten gerne mal. Wow! Ey, hier unten randaliert jemand. Naja, ist schon. Hab dir gedacht. Das, die Hütte ist voller Villager, da wirst du garantiert nicht reinballern. Nicht mit solcher Munition. Ah ja. Ich wusste es doch. Es fängt hier direkt an und brennt. Wo brennt's? Stellenweise, aber der Regen löscht es Gott sei Dank gleich wieder. Oh, hier habe ich heute. Ich hoffe nur, meine süßen kleinen Golems hier werden nicht vom Blitz getroffen. Das wäre äußerst schlecht. Ich frag mich ja, wie lange das anhält. So. Mache ich mal den ultimativen Test. Wie weit kann ich denn mit dem Ding eine Fackel setzen? Willst du jetzt auf die Burg hier oben irgendwo was hinpflanzen oder wie? Aber das wäre interessant. Nein, ich weiß komm ich nicht hin? Ich meine, wenn man in die Vize-Beast-Wiki guckt, beziehungsweise eben in die Wiki, die jetzt explizit für diese Mod ist, weil die dann ja doch auch ein bisschen umfangreicher ist, da stand auch drin, wie weit das geht, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. So, was könnte man da noch mal Schönes bauen? Ha! Ich hab den Creeper erleuchtet. Zu geil. Okay, das ist schon eine ordentliche Reichweite. Von hier oben vom Baum bis da unten hin. Doch, das ist schon nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man die Waffe auch wieder entladen kann. Probieren wir es mal aus. Ich glaube, ich muss mir auch mal so eine Knifte machen. Nee, leider als nicht. Als Sicherheit. Weil ich traue dem Herrn Okami einfach nicht. Was denn jetzt schon wieder? Das Übliche. Mann! Ich hab's ein bisschen gewittern lassen. Ich schieße durch Sachen durch. Ein bisschen. Ein bisschen gewittern lassen. Willst du mich rollen? Könnte man mal ausprobieren. Wo ist der nächste Berg? Ach, wir wohnen auf einem. Ah, schön. So, was könnte man noch bauen? Eis Magus Rod. Naja, das ist ganz nett, aber braucht man nicht zwingend. Seek Touches, Great Sizable Explosive. Schauen wir doch mal, was haben wir denn? Birchwood, das ist Biomes, genau. Fire Damage wäre auch noch lustig. Man könnte ja mal wirklich mal ausprobieren, diese Blendschüsse einzusetzen. Ob die wohl auch. Ja, wahrscheinlich werden sie alles blenden. Rex Creepers und Blind Target. Da könnte man auch jemanden mit ärgern. Ich nehme mal an, Rainbow dürfte eine Farbe sein. Gut möglich. Blocks, Crystals, Ice, Netherrack. Auch nicht schlecht. Elixir of Resistance. Lasts for 5 minutes. I'm the Juggernaut. Juggernaut, oh ja. Nein. Hat man Normal Lightning? Ah, verdammt, das kann man nicht ganz lesen.
Alchemie, Alchemie-Potenz. Healing, Bounding. Okay, West haben wir schon. Unknown ist auch interessant. Elixir of Regeneration lasts for 1 minute. Trolls got nothing on me. Was? Also, Trollen bringt bei mir nichts, mehr oder weniger, ne? Geil. Elixir of Fire Warding lasts for 5 minutes. I'm on fire and I don't care. Okay. Warum, Bright Lightning Doubling? Okay. Ich muss sagen, diese Sprüche da stehen wir sind echt lustig. Elixir of Invisibility. Last for 5 minutes. Michael Mack doesn't exist. Was? Michael Mack doesn't exist? Fragezeichen. Michael Mack? Wer ist Michael Mack? Es ist einfach nur so Chat wegen diesen doesn't exist. Ist vielleicht eine Präferenz und kann ich gerade nicht folgen. Ach so, hier hast du deine Hülsen wieder. Ah, sehr schön. Auch schön. Elixir von Infravision. Das hatte ich sogar schon mal ausprobiert. Das ist ziemlich geil. Golden Carrot. Solvet. Das sollten wir hinkriegen. Ah, da sind sie. Du kannst nämlich aus den Hülsen wieder Goldnuggets machen. Und die brauchst du halt wieder für neue Munition. Aber das ist relativ praktisch, dass du da wirklich kaum, eigentlich keinen Verbrauch mit hast. Meine Güte, was ist denn hier draußen los? Alter, du spielst noch einmal mit den Gesetzen der Physik hier rum. Ich glaube wohl, es hakt. Ey, kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ach, ich glaube, unsere Zuschauer, die freuen sich über sowas. Weißt du, kriegt der Junge einmal was in die Finger, womit er ein bisschen die Umwelt manipulieren kann und sorgt gleich eigentlich dafür fürs Ende der Welt. Noch nicht, aber bald. Ja, wie war das? Ist noch nicht ganz, aber nah dran. So, nun wollen wir hier unseren Spiel mal fertig machen. Halt, nicht da hinten hin. Ja. Dahin. So, geht's haben auch fertig. Ah, schön. So, aber ich wollte ja was ganz Besonderes. Wo ist das denn nochmal? Wo ist es? Base Inventory. Genau. Items, das heißt, wir brauchen die Dinger. Das ist wieder das Standard-Socks. Okay, da machen wir uns mal gleich 4 von. Oh, hat's aufgehört mit Gewittern? Nö. Aber ich glaube, es wird langsam weniger. So, sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt noch mal einen schönen Trank machen. Na, kann man mal gucken, was man mit dem so anstellen kann. Bist du reicht das? Ah, da ist er wieder. Ich habe schon gedacht, bist du gerade so etwas still. Nein, ich bin noch da. Ich bin nur gerade hochkonzentriert. Ungefähr. So, sollte ich das vielleicht auch ausmachen? Da. Zack, 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 zack. Mal wieder 4 Stück davon. So, halt, das Karottchen. Karotten habe ich ja zum Glück hier oben so, fliegen. So, kriegen wir das Ganze mal voll gepumpt. Aber. Der A-Bär, nicht der B-Bär, der A-Bär. Jetzt wandert das Ding erstmal hier rein. Tauschen wir doch mal die. Alter! Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das wird mir jetzt. Das. Nee, ich. Also ich. Du hast mich dazu ermutigt, mich mehr mit den Mods auseinanderzusetzen. Ich sollte ja unbedingt was ausprobieren. Und nicht ja, ich dachte ja auch eigentlich eher an eine vollautomatische Kuchenfabrikationsanlage und nicht daran, dass du ja. Meine Fresse. Sehr schön. Ich weiß nicht, also, was er hat. Nee. Das. So, machen wir mal das. Und dann brauchen wir nochmal das. Dann haben wir die. Oh. Das war dumm. Was also, denn? Erst die Frames rausnehmen.